Ich freue mich im Namen von Nun und vom Café Dujardin, Sie heute Abend herzlich begrüßen zu dürfen. Dass wir hier stehen, das liegt an einer kleinen unbedachten Äußerung meinerseits zugrunde. Es ist noch nicht 3 Monate her, da saßen Annika und Holm da vorne und wir sprachen über Christiane Klappert, die extra den weiten Weg aus der norddeutschen Tiefebene her gemacht hat und sprachen über die Kunst. Sie kennen das ja in Berlin, man spricht dann so, ich habe dann gesagt, ja, die Kaffeehauskultur, die Tradition des gesprochenen Wortes, ich würde gerne einen Salon machen und so. Das, ich nenne es so die Berliner Krankheit, am Abend spricht man über Projekte und am nächsten Tag weiß man nicht mehr viel davon. Hier war es anders, nach 3, 4 Tagen gab es das Feedback, nach 4, 5 Tagen gab es ein Konzept, nach 5, 6 Tagen gab es einen Facebook-Chat, einen Namen, ein Konzept. Jetzt haben wir den Salat und stehen hier und finde es schon mal ganz gut, das, was wir jetzt schon mal sozusagen jetzt erstmal hier sind. Dass das wahrscheinlich, und ich hoffe, es geht noch ganz gut, hoffentlich keine größeren technischen Probleme gibt, hoffentlich zu entschuldigen. Es ist ein Experiment. Es ist eine soziale Skulptur. Hier ist Nun die Kunst der Stunde. Bitte sehr. Guten Abend. Guten Abend, geht mein Sound? Sensationell. Geht mein Sound? Sound scheint wie immer das Problem zu sein heute Abend. Sound ist immer das Problem. Space itself is the enemy. Schön, dass wir jetzt hier sind. Große Erwartungen. Und jetzt gilt's. Wie Werner Geier sagte, es hatte einen kurzen Vorlauf. Einiges ist improvisiert und wir haben versucht, es auf ein relativ hohes Niveau zu treiben, weil wir drei zwar diejenigen sind, die die Idee hatten, beziehungsweise Anne und ich ursprünglich, als wir hier saßen, ich zu Anne sagte, zeig mir dein Wedding und wir hier landeten. Ich sagte, geil, das ist der Ort, wo Kunst lebt, Kunst atmet, Kunst passiert. Und Anne sagte, let's do it. Gleichzeitig, Gleichzeitig hat das einen Phantomschmerz getroffen, den ich zumindest habe, den viele andere auch haben, der uns seit einem Jahr verfolgt, dass Kunst nicht mehr stattfindet. Kunst findet überall statt, aber sie findet nicht mehr statt in einer Form des öffentlich gepflegten, kultivierten Diskurses. Vor allen Dingen findet sie nicht statt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Deshalb sind wir hier in der Kneipe, um Fernsehen zu spielen. Das alte öffentlich-rechtliche Fernsehen, das es nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an Dreisat, Bilderstreit, 1000 Meisterwerke. Das war eine Institution, altehrwürdig. Da wurde Kunst noch auf den Sockel gehoben. Das gibt es alles nicht mehr. Es gibt nur noch den ganzen Scheißdreck von den Privaten informiert. Und da wollen wir gegen, das wollen wir zurückhaben. Das holen wir uns zurück in der Kneipe. Und wir brauchen das Fernsehen nicht mehr. Es gibt Facebook, es gibt Vimeo, es gibt YouTube. Insofern ist das hier zwar ein Live-Format, ein Independent-Live-Format. Es ist aber gleichzeitig eine Aufzeichnung. Und damit erklärt sich auch meine etwas alberne Kostümation mit der Morph-Maske, die ich jetzt ausziehe. Es ist tatsächlich Holm Friebe! Er hat keinen Schnupfen, das war die Maske. Falls jemand hier im Raum ist, der nicht im Internet auftauchen will, würde ich diese Maske weitergeben. Und er kann sie den ganzen Abend tragen, man kann ihn halt nichts trinken und sieht scheiße aus. Falls nicht, dann erklärt ihr euch hiermit alle einverstanden, dass ihr im Internet eventuell vorkommt. Vielen Dank, das hat mir geholfen. Und insofern noch ein paar Ansagen zur Hausordnung, bevor es losgeht, denn wir sind nur die drei Frontfressen hier. Dahinter haben sich, wie beim Zauber von Oz, ganze Truppen gesammelt, von denen die ersten und wichtigsten zu nennen, fein, wären die beiden Grafiker, die hier dafür sorgen, dass die Technik so sensationell reibungslos funktioniert, wie sie es tut. Es ist nicht ihre Schuld, es ist wirklich nicht ihre Schuld. Die haben Nachtschichten absolviert und wir sind ihnen unglaublich dankbar dafür, dass aus einem Kneipenformat eine Sendung wurde. Einfach so.
Des Weiteren, ihr habt alle diese kleinen Puzzleteile gekriegt. Nun, wir haben, es fing immer so an, dass wir gesagt haben, können wir eine Videoaufzeichnung haben? Ja, wir machen 5 GoPro-Kameras und dann noch eine Drohne und so weiter. Und wollt ihr eher Böhmermann oder wollt ihr eher Schlingensief? Das macht fein. Wir haben Martin Bauer gefragt, sag mal, kannst du uns nicht so Badges lasern? Und Martin Bauer hat seinen Laser-Cutter angeschmissen. Das und ist übrigens das Instrument, ja, was wir einsetzen, wenn jemand zu lange quackelt, was jetzt der Fall das ist. Das ist das erste Instrument, das ist die gelbe Karte. Ja, ja, die orange. Martin Bauer, vielen Dank für die Bastelteile. Schwarzes Quadrat, daraus wurde es ausgelöst, spielt später noch eine Rolle. Möchtest du noch Folien zeigen? Du hattest doch noch 380 Fotos eingelegt. Der Drücker ist weg. Der Drücker war eben noch da. Dann kommt die Werbung. Die kommt dann gleich. So. Martin Bauer vor seinem Lasercutter hat auch Nachtschichten geschoben für eure Badges. Es sind Nummern darauf, auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr habt die niedrigen Nummern der ersten Nummer, der Premiere. Katrin Fellraths Jingle können wir jetzt wahrscheinlich nicht hören. Den können wir leider nicht hören, aber es gibt ihn, er ist fantastisch. Wir danken Katrin Fellrath. Ihr müsst ihn euch einfach vorstellen. Nein, der kommt ja nochmal zum Einsatz, nur nicht heute. Genau. Fantastische Jingle. Vielleicht kriegen wir den von einem anderen Rechner irgendwann in der Pause noch wieder hin. Und Annika, wir haben noch einen Sponsor. Ja, wir haben natürlich Sponsoren ohne Ende. Manche sind visibel, andere bleiben lieber im Verborgenen. Dieser hier nicht, Stauffenberg Gin, ist Garantie Hangover Free. Wir werden ihn im Laufe des Abends trinken. Falls ihr mitmachen wollt, wir würden mal in regelmäßigen Abständen das ein oder andere Glas hinunter ins Publikum reichen. Sagt sonst einfach Bescheid, wenn ihr einen Gin wollt. Statt Wasser. Ist April eigentlich hier? Das ist übrigens nicht Wasser, das ist Gin. Nein, wir das durchs Publikum einmal rumreichen. Probieren. Jeder nicht ächzen, jeder nur einmal nippen und kosten. Nicht gleich der Erste alles wegächzen, das ist nicht die Idee. Sehr schön, wir haben Geschmack, wir haben Ton mit dem Jingle. Es geht um die Schärfung der Sinne und der Wahrnehmung für Details. Und damit kommen wir hier tempomäßig zu unserer ersten Rubrik, unserem ersten Format. Annika von Taube mit Beifang, bitte sehr. Ja, Beifang, eine ganz neue Rubrik bei Nun Nummer 1. Auch hier hätte man sich den Jingle vorstellen sollen, aber hören sollen, man muss ihn einfach vorstellen. Beifang, was ist Beifang? In Beifang geht es um Dinge, die selber nicht Kunst sind, die aber einen großen Einfluss darauf haben, wie wir Kunst wahrnehmen, ohne dass wir uns dessen immer unbedingt so gewahr wären. Anfangsprobleme. Kunst. Es ist ganz banal, aber Kunst braucht Licht, um gesehen zu werden. Kunst muss buchstäblich erhellt werden, um erhellen zu können. Das ist nie so krass thematisiert worden, diese Verbindung von Lichtverhältnis und Erkenntnis, wie in der Aufklärung, im Englischen nicht umsonst Enlightenment genannt. Hier mal ein Beispiel, ein Gemälde von 1768. Keine Sorge, wir werden gleich wieder contemporary, aber hier sieht man sehr schön, was ich eigentlich sagen möchte. Man sieht hier ein Experiment, in dessen Verlauf ein Vogel zu Tode kommen wird, was uns jetzt nicht weiter stören muss. Was hier eigentlich wichtig ist in dem Bild, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ist, wir haben hier zwei konkurrierende Lichtquellen. Einmal das Kunstlicht, welches das Experiment, die Erkenntnis beleuchtet, und oben rechts das Naturlicht, den Mond. Zwei Lichter konkurrieren, die Kunst und die Natur, und sie bilden eine merkwürdige Stimmung, eine Mischung aus Klarheit und atmosphärischer Verklärung. Und es ist diese Mischung, die bis heute die Präsentation von Kunst immer begleitet, auch in Form von Beleuchtung. Machen wir einen kleinen Schritt in die Gegenwartsräume. Irgendwann ist es mir zum ersten Mal aufgefallen und seitdem kann ich nicht mehr weggucken. Wann immer ich in einen Ausstellungsraum gehe, gucke ich als erstes aufs Licht. Was eigentlich total bescheuert und irgendwie auch banal ist, weil ich eigentlich immer nur auf zwei gleiche Grundbeleuchtungskonzepte komme. Einmal die Schiene mit dem Strahler oder die Neonröhren. Ja, kann man beides als Linie oder als Karree anordnen, völlig egal. Strahler machen eigentlich das schönere Licht, also für einen selbst schöner. Sie haben aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, sie
wirken leicht auratisch überhöhend, weil sie die Aufmerksamkeit so sehr auf ein Kunstwerk fokussieren. Und nicht jede Kunst kommt damit gut zurecht. Also es gibt einfach Kunst, die ist keine Rampensau. Es gibt manchmal Kunst, die sieht dann eher so aus wie so das Kaninchen im Scheinwerferlicht. Die will einfach nicht so bestrahlt werden. Das zweite Problem ist, diese Strahler werden oft auch einfach zur grundsätzlichen Beleuchtung der Räume verwendet, ja, und die bestrahlen dann einfach, die sind an, auch wenn es gerade keine Kunst gibt, die es zu bestrahlen gäbe. Und das führt dann zu Situationen wie hier, wo man so denkt, wo ist denn die Kunst, da fehlt doch was. Dieses Problem haben diese Neonsysteme nicht. Die machen ein sehr schönes, nivellierendes, gleichmäßiges, quasi demokratisches Licht. Und die sind in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr in Mode gekommen, was allerdings auch in Mode gekommen ist. Sehr lustig. Ich mache so eine Art Wettrüsten aus, gerade unter Galerien, die über sowieso schon relativ imposante, große, architektonisch interessante Räume verfügen mit hohen Decken. Die installieren dann so Lichtsysteme, bei denen die Grenze zwischen Kunstlicht und Lichtkunst fließend ist. Wunderschön, aber da fragt man sich, dienen die nicht viel mehr der Unterstützung der auratischen Wirkung der Räume als der Beleuchtung von Kunst. Interessant allerdings hier... Bitte? Dan Flavin. interessant allerdings hier zu sehen, jüngster Trend ist, diese beiden Systeme miteinander zu vermählen. Also wir haben das gleichmäßige Neonlicht mit den punktuellen Strahlern. Vielleicht ist es das die Zukunft der Beleuchtung, funktioniert, soweit ich das jeweils immer gesehen habe, sehr gut. Aber solange dieses System sich noch nicht überall durchgesetzt hat und es ist noch diese entweder die Strahler oder die Neonlösung gibt, gäbe es eine kleine These zur Überprüfung. Also ich würde euch das gerne als kleine Hausaufgabe an die Hand geben. Wenn ihr das nächste Mal Kunst schauen geht, dann schaut es euch an. Je älter die Galerie, je älter das Programm, je älter die Künstler, je konventioneller die Medien, desto eher werden Strahler genutzt. Je jünger das Programm, je more conceptual, desto eher gibt es die Neonlösung. So oder so, wenn ihr das nächste Mal Kunst schauen geht, dann macht es euch gewahr. So banal es auch klingt, also wir fangen banal an, wir werden noch komplexer im Laufe des Abends. So banal es klingt, wenn die Kunst seht, dann seht ihr auch Licht. Ohne Licht seht ihr keine Kunst. Und so wie das Licht bestimmt mit, was ihr an Kunst seht. So, mit dieser kleinen banalen Einleitung möchte ich gleich überleiten zu unserem nächsten Programmpunkt, konkret zu unserer ersten Talkrunde. Wieso? Habe ich so lange gebraucht, oder was? Nein. Statt Jingle. Jetzt geht es in die nächste Talkrunde, die erste Talkrunde. Zurück in die 90er. Ich bin auf die Bühne. Elke Buhr, Tim Renne und Paul Feigelfeld, alle unsere lieben Gäste. Ich setze mich mal nach außen. Wir haben dich ein bisschen fixiert. Das ist okay. Ja, ich denke, unsere Gäste muss man nicht vorstellen. Wir machen es trotzdem. Jeder kennt sie. Wir machen es über Kreuz. Ich würde gerne Paul vorstellen. Paul, der letzte Assistent von Friedrich Kittler. Feigelfeld mit Nachnamen. Paul Feigelfeld hat Friedrich Kittlers Ofen geerbt und sein Kassler Rezept. Und wie, ich durfte es selbst noch nicht kosten, macht sensationelles Kassler nach Friedrich Kittler. Auch seine Erotikersammlung, wie man hört, und gibt legendäre Partys, bei denen eine 300 Quadratmeter Wohnung regelmäßig zerstört wird. Und das ist das Erste, was ich von Paul Feigelfeld wusste. Daneben ist er irgendwie Medientheoretiker oder sowas und sportet einen fantastischen Stil, den ich versucht habe zu kopieren heute und es natürlich nicht ganz geschafft habe, den Meister. Elke? Bitte? Dein Job. Das ist deine Chefin. Geht so. Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol. Tim Renner, Elders. Es darf geklatscht werden. Es darf absolut. Überhaupt den ganzen Abend. Wir haben auf den Warm-Upper verzichtet, der euch sagt, ihr müsst dann extra nochmal klatschen, damit was ist fürs Fernsehen, weil Kühe im Fernsehen nicht aussehen wie Kühe und klatschen nicht wie klatschen. Frenetisch, bitte gern, für die Kameras. Tim Renner, frenetischer Applaus für Tim Renner. Mittlerweile ins Charakterfach des Elder Statesman gewechselt, deshalb muss er kein Blatt mehr vor den Mund nehmen und kann sämtlichen Linksspießern, die ihm die letzten Jahre auf die Nerven gegangen sind, ordentlich vor Schienbein treten.
Allerdings haben wir uns darauf geeinigt, dass ein Name hier nicht fällt. Und das ist nicht Christ Mjöfröljömsen. Dazu kommen wir später. Dieser Name wird nicht erwähnt heute Abend. Sondern es geht um die 90er. Die 90er sind überall in der Kunst. Ich habe gerade noch Büchermarkt auf Deutschlandfunk gehört, wo der schöne Satz fiel, nee, nicht Büchermarkt, sondern die Wissenschaftssendung, die danach kommt. Retroviren sind älter als gedacht. Retroviren sind älter als gedacht. Retro und dann noch älter, muss man sich auf der Zunge... Aber so ähnlich ist es mit den 90ern. Das New York Museum 2013, NYC 1993 die Ausstellung. Centre Pompidou zog 2014 nach mit der La Dessienne, ich kann kein Französisch aussprechen, La Dessienne, mit einer interessanten Setzung. 1984 bis 1999 waren da die 90er. Zuletzt auf der Frieze Art Fair in London letzten Herbst. The 90s als Sektion, wo ganze Galerieausstellungen der 90er nach... Haben wir das schon? Ah. Genau. 20 Kari schreibt in Blau, es ist wie in der Mode, wenn einem nichts mehr einfällt, werden die Levi's 501 und der Chiemsee-Pulli herausgeholt und angezogen. Aber da denke ich mir, Levi's 501 und Chiemsee-Pulli, das Levi's ist ein Klassiker, Chiemsee ist für mich eher 80er. Wie waren denn eure 90er? Wie saht ihr denn so aus? Ich glaube, ich sitze vor deinem Simon Le Bon Protein. Wie sah ihr aus? Das sehen wir ja schon. Tim hat die Bilder geschickt und ich habe sofort gedacht, das bist nicht du, das ist Simon Le Bon. Von Duran Duran. Ich glaube, die Hälfte können wir noch einmal ein bisschen rumrücken, dass man Wer ist der Jüngling da neben dir? Weißt du das noch? Ein Accessoire. Ein Accessoire. So, also erstmal, wer ist wer hier? Ist es erkennbar? Ich als USA-Fan, keine Ahnung, wie es dazu kam. Annika moderiert diesen Blog nicht mit, weil es einfach zu peinlich gewesen wäre. Wer bist denn du? Ich bin das Girl da in der Mitte. Ach so, okay. Immer schon auf dem Boden? Immer schon geschlafen. Ja, da muss man dazu sagen, das war zwar aus den 90ern, aber es war bei Cornelius Reiber in der Küche nach einer Motto-Party 70er. Also hier sehen wir die 70er. Wir kommen darauf zurück. Durch den Filter der 90er. Und so ist es ja immer, dass man quasi 20 Jahreszyklen hat. Zumindest, das ist die These von Jochen Hörig. Das ist auch die These von Simon Reynolds übrigens. Der Tag der Neuzeit, 20 Jahres Loops. Genau, ja. bei mir sieht man auch die 70er sehr deutlich. Also Hippie-Klamotten, Leder, Rock. Liebe Gäste, ihr braucht Keulen, die großartig verkabelt Konfizieren. Sind. Ist die an? Ich hoffe, dass wir das irgendwie in der Tonspur mit drauf haben. Bitte sehr. Ira nicht. Das auch an. Alles ist das gut. Auch an, ne? Sound, super. Sound, kein Problem heute Abend. Wird einfach wegdeklariert. Genau, also auf dem Foto, das ich ausgesucht habe von mir, vereinen sich verschiedene Jahrzehnte auch. Also das Sofa, auf dem ich sitze, stammt noch von meiner Oma aus den 50er Jahren. Also komplette Sperrmülleinrichtung in meiner ersten eigenen Wohnung. Und um den Hals das Hippie-Amulett und neben mir der langhaarige Grunge-Hörer. Also das sozusagen als eine Kombination verschiedener typischer 90er Jahre Accessoires. Bei mir ist eher die 80er noch tief eingeschliffen, wie man sieht. Ich glaube, wir haben auch vermutet, du siehst so boyisch aus, dass das... Nee, das ist, dass ich habe es mal recherchiert. Das Foto müsste sein von 92 oder 93. Früh 90er. Man sieht also, die 80er ziehen noch direkt rüber. 80er Jahre, also meine Brust hat den Riesenvorteil, sehr 80er kompatibel zu sein. Rasiert oder weil unbehaart? Weil von Natur aus relativ unbehaart und das war damals weit vorne. Also wagt man heutzutage kaum mehr zu sagen, wo wieder ein bisschen Haar angesagt ist. Wollen wir einfach tauschen, dass du vor dem Bild sitzt? Du meinst, damit ich mich selbst verdecken kann, oder? Ja, dann, dass man quasi den direkten Vergleich hat, so wie so in so einem Time-Tunnel. Okay. So sehen über 25 Jahre aus. Unterschied. Älter. Was gefällt euch besser? Komma. Paul, du hast noch gar nichts über dich gesagt. Über mich? Du hast mich im Vorfeld gefragt, wann für mich die 90er angefangen haben und meine Antwort darauf ist, glaube ich, mit langen Haaren tatsächlich. Weil das Foto ist, glaube ich, von 1993 und ist aus einer Zeit, bevor ich das Ausgehen entdeckt habe, weswegen ich auch Sportklamotten anhabe, weil ich danach radikal aufgehört habe, Sport zu machen.
Das war mit ziemlicher Sicherheit an einem Sonntagmorgen gegen 10, als ich noch zum Tennistraining ging. Das hat, wie gesagt, dann, glaube ich, ab 1994 und mit dem U4 in Wien, wo ich groß geworden bin, aufgehört. Aber lange Haare waren bei mir tatsächlich und vielleicht eben auch etwas, auch mit Grunge verbunden natürlich, der Beginn der 90er, weil das nach der Grundschulzeit oder Volksschulzeit, wie man in Wien sagt, das erste, was ich gemacht habe, als ich ins Gymnasium gekommen bin, was 1990 war, war Haare wachsen lassen. Da sind jetzt schon viele Reizworte drin, die wir uns auch in der Vorüberlegung überlegt haben, nämlich Grunge. Tennis. Tennis. Erstmal Tennis. Tennis, Boris Becker quasi Grunge. Kommt in Full Swing, aber auch Grunge, lange Haare, sehr untypisch, weil eigentlich die 80er doch bis hin zum Glamrock das etwas transgressive, transgender, barockere Jahrzehnte und Grunge dann die Reduktion auf die männlich-essentialistische, irgendwie auch Grunge, wir haben ein Bild dazu. Und Kurt Cobain ist natürlich so eine Schlüsselfigur, als einerseits effeminierter Mann, der aber auch schon diese Holzfällerhemden und zerschlissenen Hosen anhat, also das Scharnier. Können wir da mitgehen? Tim, du warst damals A&R bei Universal, du warst da nah dran am Pult. Wie habt ihr den profiled, diesen Trend? Ich, ganz ehrlich gestanden, von meiner eigenen Sozialisation her, glaube ich, hier fast der Älteste auf der Bühne sein und somit ja nach Punk lebend, war ich Grunge gegenüber immer sehr zurückhaltend, weil für mich war Grunge das viel zu spät von Amerika entdeckte Punk. Das, was übrigens gerade wieder passiert, ne? Die ganze elektronische Musik, die entdeckt Amerika gerade Europas 90er wieder, genauso wie damals eben halt die Spät-70er, Mit-70er aus England entdeckt wurden mit einem fast 20-jährigen Delay von den Amerikanern und das eben halt dann in sehr amerikanischer Männlichkeitsidee gepaart wurde und das war eigentlich, dabei kam dann im Endeffekt Grunge raus. Wir Europäer waren damals wirklich eigentlich im Kern woanders. Bei uns ging gerade Techno so volle Elle ab, ne, als das kam und hatte eben halt, war das für mich eher damals der kontemporäre Ausdruck. Nicht, dass ich sagen würde, Nirvana sind scheiße, aber es haben tolle Platten gemacht, keine Frage. Aber ich fand sie damals eben halt nicht die Revolution, als sie verkauft wurden. Okay, Techno nochmal ein anderer Vektor dieser Explosion, aber eigentlich war es ja relativ überschaubar. Alles verkörpert in der Person Paul Feigelfeld, der wirklich die langen Haare aus den 80ern vom Glamrock noch mitbringt. Der Tennis-Popper war, der, wir haben auch viel über Gerüche, Düfte geredet. Das war ja die große Zeit der Cool Water, Fahrenheit. Wahrscheinlich hast du, was hast du, Cool Water oder Fahrenheit? Was warst du? L'Odyssée. Was? L'Odyssée. Oh, wow. L'Odyssée? Oh, raffiniert asiatisch. Damals schon? War ein bisschen später, oder? Fahrenheit war mein Vater. Fahrenheit war dein Vater, ja klar. Also auf der Seite die Popper, die rochen nach Jill Sanders Sun. Cool die Water. Die Frauenpopper. Die Frauenpopper. Und wonach rochen die Grunger? Nach Bier und... Ach, genau. Ja. Nach Bier und Schweiß. Wer weiß es? Yes! Das ist so einfach. That was too easy. Nach Teen Spirit. Aber wie raucht der Teen Spirit der Grunger? Und wie passt das alles zusammen? Und wie passt das noch mit Techno zusammen? Das ist die Frage. Die große Frage, wird da eine Gestalt raus? Wird da eine Jahrzehntgestalt raus? Wir haben versucht, das mal auf eine These einzudichten, um zu sagen, können wir 20 Jahre später irgendwie eine Gestalt dieses Jahrzehnts ermitteln? Und wir sind zu einer, wir haben gesagt, das ist sowas wie ein Teaser, aber auch eine These, also ein hässliches Wort. These. Unsere These ist... Und sie soll ein bisschen kitzeln, deswegen? Sie soll ein bisschen kitzeln. Dass der Unfalltod von Lady Di war das Tschernobyl der 90er. Worin ja schon steckt, es war ein Abwartejahrzehnt. Es ist eigentlich... Es war ein Jahrzehnt, in dem nicht viel passiert ist. Es gab noch kein Facebook. Das Internet war eine Verheißung. Das Internet war boring, war eine Bibliothek. Nee, es war eine Verheißung. Leute liefen mit sehr großen Handys rum. Das war das neue Ding. Man konnte mit Handys telefonieren, die wie ein Koffer waren dann irgendwie kleiner wurden wie ein Kofferradio. Der Terror, der islamistische war... Francis Fukuyama hat das Ende der Geschichte, also so fühlt es sich an und dann ist irgendwie sowas wie Lady Di ist das große Event.
blasiert, cool, also wo die 80er noch irgendwie scheiße, aber irgendwie auch geil waren, also waren auch irgendwie eine Dialektik, waren die 90er blasiert cool, bevor die Nuller dann krass wurden. Aber was nicht aber geil ist, Entschuldigung, ja. Sag du. Nein. Aber das ist natürlich die komplett eskapistische Perspektive, weil natürlich ist ja total viel passiert. Immerhin waren die 90er das Jahrzehnt, in dem gerade die Wiedervereinigung stattgefunden hatte, in dem gerade die Sowjetunion zusammenbrach und so weiter. Und ich saß zumindest da im Ruhrgebiet in Westdeutschland und habe versucht, von all dem nichts mitzukriegen wahrscheinlich und stattdessen Grunge zu hören. Ich habe jetzt nur gerade dann gedacht, dass, weil wir gerade schon bei Kurt Cobain waren, dass natürlich der Selbstmord von Kurt Cobain auch ein ähnlich kataklysmisches. Wann war der? Kann das jemand 94? 94 würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch sagen. Ja. Also Lady Di war, glaube ich, was war früher, Kurt Cobain oder Lady Di? Kurt Cobain, Lady Di. In meiner Erinnerung hat alles am 8. April 1994 stattgefunden. Warum, was war da sonst? Ich weiß es nicht genau. Also auch Mutter Teresa ist auch gestorben, glaube ich, und zwar ein paar Tage nach Lady Di oder so. Und das war so ein Fernseh-Event, so ein Loop, in dem man irgendwie drin ist. Gut, aber Promis sterben spektakulär durch Selbstmord, Unfalltod oder Alter. Naja, jetzt haben wir 2016. Also ich glaube, der Unterschied zwischen 80ern und 90ern, die 80er, vor allem wenn du auf Jugendkultur guckst, war ein Jahrzehnt, was sehr sortiert hat. Also in den 80ern warst du sehr deutlich als Jugendlicher positioniert. Du warst eben halt entweder Punk, Popper, New Wafer oder was immer gerade im Angebot war. Aber das waren klare Szenen mit einer eigenen Dialektik, mit eigener Sprache, die sich klar abgegrenzt haben. Ein sauberes Weltbild, was uns vorher auch Ost und West gegeben hat. Ich meine, wie schön war das noch, als man sagen konnte, dann geh doch nach drüben. Ne? Das ist, also waren klare Grenzen, klare Ja-Neins, binäre Welten, in die man sich einordnen konnte mit einem klaren Kodex. Plötzlich fällt völlig also das ist das Ende der 80er, fällt völlig unverhofft diese Mauer. Und plötzlich verschwimmen alle möglichen Grenzen miteinander. Deshalb können auch langhaarige, sorry, die wir abgelehnt haben als Punks, plötzlich so tun, als seien sie Punks bei Grunge. Und deshalb können Menschen in Tennisklamotten plötzlich hip sein im Bereich auch ein bisschen zu Techno. Deshalb gehen die ganzen Sachen fluid ineinander. Und eben halt, du kannst eben halt auf einer Love Parade, konntest du auch in Berlin, jeden möglichen treffen, als es angefangen hat. Das hatte gar nicht mehr zu tun mit einer klaren szenischen Abgrenzung, sondern die Sachen begannen das verschwimmende Jahrzehnt, wo es natürlich auch dazu passt, wenn Grenzen verschwinden, wenn Sachen, Flöcke, an denen man sich orientiert. Okay, haben wir verstanden, wir müssen auf die Zeit gucken und das Ganze ein bisschen verflüssigen mit Adrienne Göhler, deiner Ex-Kollegin. Bei uns in Lüdenscheid gab es ein Eiscafé, da waren links die Punks und rechts die hießen Bombenleger und die Popper, die hießen Halbe, warum auch immer, die Halben. Ich wollte nur sagen, dass wir... So wie Tim das beschreibt, dann ist es natürlich plausibel, dass dann die 90er der Anfang von der Gegenwart waren, popkulturell. Das stimmt. Wann fingen die 90er eigentlich an und wann hörten sie auf? Es ist ja immer irgendwie letztlich... 89 fingen sie an. Ja, eindeutig. Ja. Für euch Deutschen, ja. Also für mich nicht. Wann fingen deine 90er? Ich glaube tatsächlich 90, 91, beziehungsweise ich glaube, es gibt mehrere, das ist auch sowas, das glaube ich, für mich gab es mehrere Anfangspunkte der 90er. Und das eine war so ein ganz subjektiver, das war das mit den langen Haaren, was ich schon erzählt habe. Der zweite war, glaube ich, 1993 oder 94, als ich das erste Mal im Internet war. Meine Mutter hat den Rechner im Büro stehen, einen von den drei Rechnern, die sie da stehen haben, der war im Internet. Und sie hat mich mitgenommen und gesagt, Paul, Internet, Paul ist das nächste große Ding, lernt euch kennen. Und, hallo Paul, hallo Welt. Die erste E-Mail-Adresse. Die erste E-Mail-Adresse. Also war das Internet eigentlich der Ausweg für das letzte Schiff, was einen aus diesem Jahrhundert rausholt? Gar nicht. Ich habe das Internet dann wahrgenommen kurz und dann aber auch so stecken lassen wieder nochmal für 5, 6 Jahre. Du hast nicht kapiert, dass das Katapult ist. Doch schon, aber wir hatten keinen Anschluss zu Hause und ich wusste auch nichts so mit dem Internet zu machen, richtig? Ich habe dann, glaube ich, irgendwie so... Ja, irgendwelche Musikseiten versucht zu recherchieren oder sonst was. Aber was ich zu Tim noch sagen wollte, wo du, glaube ich, sehr richtig liegst, ist diese komische Vermischung, die es damals gab. Eben das sozusagen, wir haben Grunge gehört, aber es gab zum Beispiel dann, dazu gab es keine Partys.
Ja, die erste Party, auf die ich gegangen bin, ist dieser Atomrave. Das war in der Arena in Wien 1994. Okay, wir haben das ganze 80er. Kulturelle Umfeld. Wir wollen hier über Kunst reden. Lasst uns zur Kunst kommen. Darf ich noch eine Sache sagen, was es ganz gut zusammenfasst? Also wir haben, glaube ich, übereinstimmend gesagt, 1989 fingen die 90er an. Paul nehmen wir da jetzt mal raus. Oder er hat sich selber rausgenommen. Es gibt in diesem Buch, was wir hier auch haben, von Jochen Hörisch, ein ganz gutes Zitat, wie heißt es eigentlich, der Takt der Neuzeit, wo er über die Schwellenjahre der Geschichte schreibt. Und da schreibt er im Kapitel über 1989, was eines seiner Schwellenjahre ist, der Krieg, der da Kalter Krieg hieß, findet 1989 ein unerwartetes Ende. Im selben Jahr gründet ein saudi-arabischer Multimillionär und international tätiger Bauunternehmer mit heißen islamistischen Überzeugungen in Afghanistan eine Kampforganisation namens Al-Qaida. Also, wenn man so will, und 2001 sind die 90er zu Ende. Also war das ganze Jahrzehnt der Wartesaal von Ende der Geschichte bis zu 9/11. 9/11. Mhm. Ein Jahrzehnt im Wartesaal. Wie aber auch der Hoffnungsraum, ne? Also auch der Raum, wo du irgendwie, du dachtest, alles ist möglich. Eine Verheißung, wie du gesagt hast. Wie sah das in der Kunst aus? Ich meine, in der Kunst kommen die 90er wieder, irgendwo wollen sie uns etwas sagen, Retrophänomene in Musik und überall, aber eben auch in der Kunst. Relativ ungewöhnlich, dass man in der Kunst, wie in der Mode, die Vanillahose rausholt oder den Chiemsee-Pulli. Was waren die 90er in der Kunst? Elke, ihr habt ein Schwerpunktheft dazu gemacht. Genau, wir wissen alles über die 90er. Nee, also in der Kunst im Nachhinein sind die 90er das Jahrzehnt der sogenannten Relational Aesthetics. Uff. Tut mir leid. Okay, das muss jetzt nein, also in der, die 90er, die 90er waren das Jahrzehnt, wo thailändische freundliche Männer anfingen zu kochen und das als Kunst zu verkaufen. Rikrit Tiravanicha. Und die 90er waren das Jahrzehnt, in dem halt diese ganze junge Generation von Künstlern gesagt haben, okay, wir machen jetzt auf irgendwelchen Biennalen, wird jetzt massiert, wir machen Volksboutique, wir machen alles Mögliche, was halt, also letztlich kommt das natürlich, hat das ja auch alles eine Quelle, also kommt letztlich aus dem Fluxus oder aus anderen avantgardistischen Richtungen, aber da hat es sich halt durchgesetzt, dass man die soziale Skulptur wirklich als Kunst versteht, und die 90er waren natürlich das Jahrzehnt, in dem Wolfgang Tillmann seine ersten Ausstellungen hatte, den wir hier sehen. Also wir sehen nicht ihn, sondern seine Lieblingsmodelle von damals, Alex Birken und Lutz, und wie sie wunderschön da in den Bäumen hängen. Und das war die Zeit, wo er seine ersten Ausstellungen bei Buchholz gehabt hat. Und letztlich ist er auch der Künstler, der für uns bis heute eigentlich also die Gegenwart prägt und damals halt angefangen hat, seine Fotos einfach so an die Wand zu pinnen, auch in Verhältnis zueinander, alles total low-key und Popkultur und also high und low vermischen. Sehr interessant. Wer war in den 90ern? Buchholz war irgendwie auf einem Schrottplatz in dem Hinterhof von dem Vater von Buchholz. Ja, der Baum, war halt so ein junger Typ. So ein bisschen ich stelle mir vor, wie die Galerie Berlin-Tokio hier in Köln. Der aber Ort, er wusste damals schon, dass er irgendwann Geld damit verdienen will. Okay, aber das hatten sie, okay, da kommen wir gleich zu, wenn es Ton gibt. Auf der Fries haben sie genau diese Buchholz-Ausstellung nachgebaut. Ein 8-Quadratmeter-Raum mit deinem Neonlicht, damals schon sehr avantgarde. Time is the enemy. Und Fotos an die Wand getackert, wie in der Galerie Berlin-Tokio die Chipstüten. Niemand hätte gedacht, dass das mal die Ikone wird. Damals dachte man noch, hier, Saatchi, Young British Artist, Sensation. Ja, totaler das Quatsch. Das große Ding. Hearst, Konservenschafe, Rachel Whitehead, Sarah Lucas. Wo ist das Schaf? Jake and Dinos Chapman und Jenny Saddle, wie heißt sie? Genau so. Danke. Wow, gut auswendig gelernt. Das war das, was man in den 90ern dachte, ist big, weil Saatchi es hochgezogen hat. Jetzt ist das stattdessen die Ikone. Interessant, was so übrig bleibt. Wer bleibt sonst noch übrig? Was erzählen uns die 90er jetzt? Wir müssen zum Schluss kommen. Einmal kurz, welcher Künstler aus den 90ern interessiert euch? Oder welches Konzept aus den 90ern? Ich habe schon gesagt, du musst. Du hast es schon genannt. Also, Tim, du darfst auch Musik. Nee, ich wollte jetzt auch bewusst bildende Kunst, das Offensichtlichste hast du schon genannt, das ist unter anderem mit einem Herr Hörst, ne, der eigentlich für mich auch sehr für 90er steht dabei in dem Punkt. Aber sagt er uns heute noch was, oder ist das einfach Blow-Up, der zusammenfällt wie ein Soufflé?
Nee, Blow Up ist es nicht, aber es ist wie natürlich ist es schon. Rotte Heide, nee, ich sehe ihn eher wie 90er-Ikone. Also ich finde ihn aktuell überhaupt nicht interessant. Aber ich finde ihn als das, wenn ich sage, was steht für mich für 90er, was habe ich da für ein Kultbild, Kunstbild vor Augen, dann kommt er ziemlich klar hoch. Strong Buy, Hearst, kauft man das noch? Wir wollen ja auch immer Shopping-Tipps geben. Da kenne ich mich nicht aus, ob das noch ein Strong Buy ist. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen könnte, was an Kunst bleibt aus den 90ern, aber was, denke ich, auf einer medientechnologischen Ebene bleibt, ist Virtual Reality, was jetzt sozusagen gerade eigentlich das anfängt einzulösen, was man sich damals vorgestellt hat. Damals hieß es ja auch noch Videokunst sehr stark, ne? Oder? Ja, ja. Ich meine, es oder gibt Internet natürlich NetArt, ja, klar. Ich meine, NetArt ist jetzt ein archivarisches Problem, ein sehr großes, nämlich das einfach damit zu tun hat, dass, keine Ahnung, also ein 56K-Modem gibt es nicht mehr. Das heißt, die Sachen funktionieren nicht. Man kann auch nicht mehr damit komponieren. Nicht so richtig. Aber ich denke, ja, was sonst geblieben ist, ist, dass sich jetzt bestimmte Sachen anfangen einzulösen und genauso einzulösen oder anders einzulösen, als man sie sich damals vorgestellt hat. Und es ist erstaunlich, dass eben da wiederum eigentlich die 2000er so ein leeres Jahrzehnt waren, die übersprungen worden sind, wo ganz andere Sachen entstanden sind. Aber die Netzutopie der 90er, in der sind wir jetzt. Reden wir nach der Pause sogar noch drüber. Cliffhanger hier, Elke, ganz kurz. Bastian, wir kaufen Monopol ja immer auch mit Watchlist aus den 90ern. Was können wir da wieder entdecken? Zero ist durch. Gute Frage. Im Zweifelsfall immer Kunst von Frauen, weil die ist unterbewertet. Wow. Hey. Welche Frauen? Namen? Sage ich nach der Pause. Vielen Dank. Das war, finde ich, ein guter erster Blog mit viel Inhalt. Ein ganzes Jahrzehnt in 15 Minuten. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die Architekturkolumne Berlinesque von unserem Gastgeber Werner Geier. Werner Geier hat 10 Minuten. Wir sind hier in Berlin. Nun handelt von Kunst in Berlin ist unser Fokus, weil wir nun mal hier sind. Wir sind aber auch im Wedding und der Wedding ist einfach nochmal anders als der Rest von Berlin. Und Werner Geier als reingeschmeckter Neu-Berliner Weddinger schon seit ein paar Jahren, der hier diesen Laden unterhält und ein Steckenpferd mit der Architektur hat, mehr als ein Steckenpferd, eine echte Expertise, wird uns jetzt einen Parfums-Schnelldurchlauf durch genau über die 200 Jahre, 1000 Jahre Wedding geben. Bitte, Werner. Wer das Publikum in unsere Zeitgenössigkeit hinein, möchte ich den Blick auf eine zeitübergreifende Disziplin lenken, die Stadtentwicklung. Das heutige Thema, um nicht ganz abstrakt zu beginnen, ist der Wedding. A, er bietet sich an, wir sind hier. B, er befindet sich im Wandel. Und C, ist er doch irgendwie anders, als man denkt, im Gegensatz zu anderen Vierteln. Dass wir überhaupt hier sind, und darüber sprechen können, zeigt, dass wir Teil dieser Entwicklung sind. Als wir vor 3-4 Jahren hier ankamen, gab es noch nicht viel. Da gab es ein paar Ateliers in den Uferhallen, die Tanzleute in den Uferstudios, das Café Pörtner. Ansonsten war da nicht viel. That's it. Zack. Zu der Entwicklung des Weddings. Genau. Wir sind hier am Gründungsort, an der Panke, hier oben zu sehen. Die Gründung eines Ortes erklärt sich meist durch die natürlichen Gegebenheiten, wie Berge, Täler und Flüsse, der Topografie. Im Falle Berlins, war es die leichte Überquerungsmöglichkeit der Spree. Hier. Daraus entwickelt sich der Mühlendamm. Dies wiederum ermöglichte die Kreuzung der Großhandelsstraßen am Molkenmarkt. Halt, muss ich nochmal weitergehen? Ja, genau. Warum habe ich jetzt kein großes Bild? Das sollte jetzt größer sein. Am Molkenmarkt. So begann die Stadtentwicklung von Berlin. Hier an der Grenze, die Straßen haben sich gekreuzt, darum entwickelte sich Berlin. Ich möchte aufzeigen, dass es beim Wedding künstliche Eingriffe waren, die dieses Gebiet entwickelten und definierten eine sozio-industrielle, keine natürliche Topografie.
Weil es vom Wedding schon seit Jahren heißt, er kommt, möchte ich jetzt darüber reden, warum er denn so lange dazu braucht. Langsam aber gewaltig, oder? Ja, gut. Warum? Meine Theorie basiert auf die spezifische Insellage. Warum Insel? Es gibt so gut wie keine direkten Möglichkeiten, die über das Zusammenwachsen, die das Zusammenwachsen mit der, ich glaube, ich setze doch mal eine Brille auf, dann sehe ich mehr, die das Zusammenwachsen mit den Nachbarvierteln zulassen. Der Wedding ist durch Bebauung, durch Nichtbebauung, durch Wasser und Schienen von Mitte, Moabit und Prenzlauer Berg abgeschottet und hat sich dadurch entscheidend anders entwickelt. Das Schöne an der Berliner Geschichtsschreibung ist, man muss nicht weit zurückgehen, wie zum Beispiel in Rom oder nach Athen. Um 1750 beantragt der Hofapotheker Behm eine Konzession für eine Heil- und Badeanstalt am Gesundbrunnen. So entstanden die ersten kurbärtlichen Einrichtungen mit gastronomischem Rahmenprogramm. Zack. Dieses Karlsbad für Arme entwickelte sich jedoch ganz prächtig. Die erste Linie, die das Dorf mit der Stadt verband, entstand, die Brunnen- und die Badstraße. Die andere Linie, die unten, die Stadt unten mit dem Dorfverband, war die Chausseestraße. Vor dem Oranienburger Tor brach die Industrie aus den alten Stadtgrenzen auf. Um 1820 begannen die Fabriken dort Stahl zu kochen. Firmen wie Borsig und Schwarzkopf. Es entstand Feuerland. Hier. Parallel dazu wurden für die Arbeiter der Fabriken die ersten Wohnquartiere in der Acker-, Berg- und Gartenstraße eingerichtet. Dieses Gebiet nannte man Vogtland, neues Vogtland, und es war der erste Slum von Berlin. Ihr könnt auf Blick, hier kann man das sehen. Hier ist die Industrie, hier ist das Vogtland. No. Da sich das Berliner Bürgertum seit jeher gegen Westen ausbreitete, Richtung Charlottenburg und Wannsee, ja, war dem Norden das Schicksal als Arbeiterbezirk vorbestimmt. Ein soziologischer Eingriff in die Topografie der Stadt, die erste Isolierung vom Wedding. Um die explodierende Stadt zu versorgen, um Menschen und die Menschenmassen zu bewegen und die Materialmassen zu bewegen, entstanden eine Anzahl von Kopfbahnhöfen. Der Lehrter Bahnhof, der Hamburger Bahnhof, der Stettiner Bahnhof, der später der Nordbahnhof wurde. Augenblick. Vor allem die Güterrangiergleise waren so großflächige Areale, die sich wie ein riesiges Delta in die damalige Vorstadt ergossen. Als ca. 1910 auch noch der Westhafen gebaut wurde, war ein natürliches Zusammenwachsen mit der nordwestlichen Mitte und dem Moabit verhindert. Kann man hier gut sehen. Hier von Moabit ging keine Struktur Richtung Wedding. Was Zusammenwachsen für die Stadtentwicklung bedeutet, sah man an der rasanten Gentrifizierung von Kreuzköln. Woche für Woche, Straße für Straße, konnte man ungehindert weiter tiefer nach Neukölln vorstoßen, ohne dass es da irgendwelche Barrieren gab. Das ist jetzt Gegenwart aber wieder. Ja, das ist die Gegenwart. Und so ähnlich war es auch in Mitte nach der Wende. Monat für Monat wurden die Grenzen hier Richtung Prenzlauer Berg nach oben geschoben. Es ging immer weiter. Sie wissen ja, was jetzt Prenzlauer Berg ist. Es hat sich völlig verändert. Aber was passierte nördlich der Torstraße hier? Am Bernauer Pass ging es nicht weiter. Vor uns liegt das Brunnenviertel, das Niemandsland. Doch dazu gleich. Gleich ist gut. Wenn du nicht zu mir redest, habe ich mehr Zeit. Der elementare Unterschied von den neuen Ostgebieten und zum Wedding war nach der Wende, Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain waren fertig, waren aufgegebene Viertel, waren leer. Der Wedding dagegen war besetzt. Ein Geh- und durchwachsenes, kleinbürgerliches, proletarisches, türkisch-arabisch-deutsches, afrikanisches Gemeinwesen, Knickknack, das im Schatten der Mauer nach seinen eigenen Gesetzen existiert hat, ohne große Aufmerksamkeit seitens der Stadt Berlin und nach der Wende auch keinen Handlungsbedarf sah, daran etwas zu ändern. Der Wedding entwickelt sich im Zuge des Wachstums
bis in die Weimarer Republik hinein zur Hochburg der Arbeiterschaft. Besonders der Kommunisten. 300 Meter von hier starben im Blutmai 29 bei Gefechten mit der Polizei 29 Menschen. Gleichzeitig wuchs die Gegend um den Gesundbrunnen. Die Badstraße wurde bekannt als der Kudamm des Nordens. Theater, Kabarets, Läden. Hier vor dem Krieg das Lichtburg-Kino. Hier das Lichtburg-Kino nach dem Krieg. No, kann man gut noch erkennen. Das Besondere am Gesundbrunnen war aber auch, dass trotz der Zonengrenzen, Pankow war auch gleich nebenan, ein reger Austausch herrschte. Ein letztes Verbindungsstück zwischen Ost und West. Bis zum Mauerbau. Ähnlich wie Kreuzberg. Warum läuft das nicht? Das war eigentlich ein Film. Ja, genau. Ähnlich wie Kreuzberg war der Wedding von heute auf morgen vom Zentrum an die Peripherie gerückt. Man hätte nachdenken müssen, was man mit dieser Situation anfängt. Aber die Baudoktrin dieser Zeit hat Tabula Rasa gemacht. 19 Blöcke, 17.000 Wohnungen, über 1.800 Läden und Betrieben wurden abgerissen. Das war das letzte Baumassaker der Westberliner Nachkriegsmoderne. Danach setzte Gott sei Dank ein Umdenken ein. Auch glauben? Das Brunnenviertel wird das größte zusammenhängende Sanierungsgebiet der BRD. Es wird als reines Wohnviertel geplant. Es ist weder Fisch noch Fleisch, es ist eine Zone zwischen Wedding und Mitte. Hier schließt sich, der Ring schließt sich nun. Der Mauerpark, das Jahnstadion, die Max-Schmeling-Halle, weiter. Kommt auch gleich. Läuft, läuft, läuft. Müsste laufen. Die beiden Gleisanlagen der Bornholmer Brücke. Die Insel ist komplett. Das bedeutet, ne? wenn jemand nach Wedding will, dann muss er sich dafür entscheiden, explizit dafür entscheiden. Er kann nicht einfach reinrutschen wie in anderen Vierteln. In den letzten 10 Jahren wurde dann doch noch Berlin auf den Wedding aufmerksam. Es waren hauptsächlich mittelalte Männer aus dem handwerklich-künstlerischen Bereich, die hier die günstigen Produktions- und Wohnmöglichkeiten sahen. Es gab auch wenig Frauen zogen hierher. Der Wedding war auch noch sehr rough zu der Zeit. Können wir nochmal sagen. Das war die Zeit, wo du hierhin kamst, oder? Das waren die günstigen Produktionsmöglichkeiten. Der Wedding war noch sehr rough zu der Zeit. Dadurch, dass alle anderen Innenstadtbezirke dicht waren, sind in den letzten Jahren viele junge Menschen hier ins Viertel gezogen. Sogar ein paar Familien, das war vor 5 Jahren kaum denkbar. Inzwischen gibt es eine Indifferenz, eine spezifisch Weddinger Indifferenz. Es wohnt hier zwar ein buntes Publikum und die Wohnungen sind knapp und teuer geworden, aber der Wedding hat sein Äußeres kaum verändert. Kein Vergleich mit Kreuzberg oder Ähnlichem. Wohin? Dahin? Die Bevölkerung ist differenter geworden, aber im Straßenbild herrscht immer noch die ziemlich rustikale Monotonie von Sisha-Bars, Telefonläden, sehen Sie selbst. Zum Schluss, der aufmerksame Hörer denkt natürlich an meiner Theorie, aber was ist mit dem Gleimtunnel? Da gibt es doch eine direkte Verbindung. Ja. Schon. Ich weiß es nicht, ob er von Weddinger oder doch von Prenzlauer Berger Seite geflutet worden ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danach kann nicht mehr viel kommen. Aber ihr habt es geschafft hierhin. Ihr habt es geschafft, euch anzumelden durch den sehr komplizierten, verschachtelten Prozess der E-Mail-Reservierung. Ihr seid hier hingekommen auf diese Insel. Das heißt, ihr seid belastbar, ihr seid die Mover und Shaker der Gesellschaft, die Leistungsträger, kunstinteressiert, mit allen Wasser gewaschen. Euch kann man was zumuten. Und das bringt uns zurück zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dem schönen alten Format, wer kennt es noch, 1000 Meisterwerke,
ganz klassisch Wissen, Druckbetankung. Worum geht es, wenn wir Bilder angucken? Wo müssen wir hingucken? Einfach mal nicht Diskurs, nicht Positionen, sondern gucken, sehen, staunen. Und es gibt niemanden besseren in Berlin. Wir haben geguckt, wir haben niemanden besseren gefunden als Jochen Boberg, der Mann, bei dem Leute wie Horst Bredekamp, sagt euch vielleicht eher noch was, gelernt haben. Jochen Boberg, bitte öffne uns die Augen für christliche Ikonografie, für einen Parforce-Ritt durch die Kunstgeschichte, für 1000 Meisterwerke, für Kirchen als Pornokinos. Bitte sehr. Etwas anderes Spiel, das wir jetzt betreiben wollen. Bisher haben wir über die Wahrheiten gesprochen, jetzt über die Zufälle der Geschichte. Das sind ein paar 10.000 Jahre. Ich habe dafür 420 Sekunden. Wir fangen einfach mal damit an. Das Thema heißt gegen den visuellen Analphabetismus. Wieder sehen lernen. Denn jeder von uns erfährt am Tag etwa 20.000 Bildinformationen, die unhierarchisch auf einen zuströmen. Die Bilder, die ich Ihnen zeige, stammen aus einer Zeit, wo die Bilder hierarchisch waren. Sie hatten ihren Ort, entweder in der Kirche oder im Palast, und sie beherrschten Religion und Herrschaft. Das ist bis heute übrigens so, als kleiner Vorgriff. Auch heute haben wir Bilder, die Herrschaft und Religion repräsentieren. Unsere Herrschaft heißt nicht mehr der Palast, sondern das Bankhaus oder das Kapital. Und unsere Religion heißt nicht mehr katholisch oder Gott weiß wie, sondern Konsum. Die Bilder sind vergleichbar. Und wenn wir Zeit hätten, würde ich neben den historischen Bildern Ihnen die aktuellen aus der Werbung zeigen. Wir haben eine Untersuchung gemacht, wo die Motive der in die Tiefe gehenden und sie überzeugenden Werbung ihre Vorbilder in der Geschichte der Kunst der letzten Tausende von Jahren haben. Es gab ein kleines Beispiel, etwas länger her, ich bin auch etwas älter, Nixon gegen Humphrey als Präsidenten für die USA. Humphrey katholisch, Nixon protestantisch. Die Werbeagentur für Humphrey hat sich bezogen auf Karl V. von Tizian, also wirklich nachgebaut, wie er dort steht, die Hand auf dem Buch, das Land hinter sich, der Architekturzwickel auf dem Kopf, die Macht bedeuten. Nixon in der protestantischen Geschichte, in Übersicht, klein, bescheiden, grünlich, nach den niederländischen Porträtmalereien. Wir haben nachgefragt, die Agenturen haben es bestätigt. Dann gab es natürlich verschiedene Geschichten, die wunderbare Venus, man kennt sie, liegt nackt da, unberührbar. Ein Vorbild für jede Werbung für Schaumbäder in unserer heutigen Zeit. Oder aber etwas tiefergehend Intimspray, da sitzt eine Dame da, wie bei Boucher. Sie liegt da, öffnet leicht ihren Schoß, man sieht aber nicht so recht, weiß aber, dass ein Partner da ist. Genauso die Werbung für ein Intimspray. Und dann etwas härter, Goyas nackte Maya. Die liegt da, verbirgt ihren Schoß, präsentiert ihre Brüste und schaut das erste Mal in der Kunstgeschichte lüstern, also schuldig, sexistisch. Natürlich das Vorbild für Pornografie. Kann man also schön nebeneinander stellen, aber wir reden heute über etwas ganz anderes. Ich habe hier ein sehr harmloses Bild für Sie. Es zeigt Maria, die Gottesmutter, und Elisabeth, die Mutter des Johannes des Täufers. Ein harmloses Altarbild. Wir sitzen jetzt hier in einer Kneipe. Dieses Bild hing in einer Kirche. Menschen, die dieses Bild ansahen, knieten und trugen ihre innersten Bedürfnisse vor, in der Hoffnung, dass im Gegenüber mit dem Bild sie Erfüllung ihrer Wünsche erreichen würden. Ein hochintimer, intensiver Akt. Entsprechend haben die Maler die Leute da abgeholt, wo sie sind. Was fällt Ihnen an diesem Bild auf? Zwei Damen, die da hocken und mit ihren beiden Kindern. Sehen Sie irgendetwas, das Ihnen sofort auffällt, wo Sie sagen, hoppla, was ist das? Wir machen es kurz, weil wir nicht so viel Zeit haben. Elisabeth sitzt hier in einem roten, derben Gewand, ein Bändel als Gürtel. Maria sitzt da in einem blauen, teuren Gewand mit Gold, mit Krone und, und. Sie arbeitet, die Dame hält das Gerät, liest aber in Wirklichkeit. Und jetzt kommt das Spannende, wir gehen runter zu den Kindern. Hier haben wir Christus, der sitzt auf einem Brokatkissen, ein bisschen in Trono. Offenbar aktiv, der Hals lang, der Körper schön geformt und natürlich der Halo des Christus. Daneben den Sohn der armen Elisabeth,
der hockt etwas dicklicher, also körperlich auch dicklicher. Kurzer Hals, guckt etwas dämlicher, nicht so wie der, und sitzt auf einem Küchenkissen. Aber nicht nur das, das Küchenkissen ist auch noch geplatzt. Also, der Maler, ein sehr geschickter Mann, sagt, Einstieg immer von rechts. Die, die du hier betest, gehörst in diese Klasse und nicht in die Klasse. Das war ja die hierarchische Sortierung der Gesellschaft. Also hier der Einstieg, damit sie findet zur Gottesmutter. Und bis in die Physiologie hinein, bis in die Körperlichkeit hinein, malt der Maler den Unterschied, den gesellschaftlichen Klassenunterschied, wenn Sie es so wollen. Und das ist irrsinnig. Und da man zu der Zeit nicht lesen konnte, der Maler war ein Witzbold, hat hier noch geschrieben, Mutter, guck mal, was Christus mit mir macht. Ja, der nimmt mir also das Spielzeug, das Pfännchen weg. Konnte man machen, weil keiner zu der Zeit lesen konnte. Also dieses Schriftbild zeigt, dass dieser Maler sehr wohl die Ironie seines Bildes begriffen hat und in die Tiefe der gesellschaftlichen Disposition eingestiegen ist. Die erste Comic-Sprechblase, oder? Ja, das gibt es öfter. Ne? Das gibt es öfter. Also das Interessante dabei ist, dass das bis in die Körperphysiognomie hineingeht, dieser Unterschied, und dass die Kirche natürlich Propagandabilder gemalt hat. Der Begriff Kunst ist hier denkbar, weil er konnte ja malen, aber an sich ist es reine Propaganda. Jetzt das nächste Bild bitte. Das ist etwas ganz Besonderes, das ist nur deswegen hier, weil Herr Trump gerade Präsident wird. Das ist, wie wir sehen, eine Kreuzigung, Geburt Christi, Kreuzigung, Auferstehung. Das sind an sich die Kernszenen des christlichen Glaubens. Die Kreuzigung, das ungeheuerlichste Ereignis, das wir kennen, wenn Sie Grunewald kennen, das Bild, wo dieser geschmachterte Körper da am Kreuz liegt. Auferstehung, wenn Sie sich an Rembrandt erinnern, ein Lichtblitz. Was passiert denn hier in dem Bild? Erstmal die Herzform. Dann haben wir den Christus da, wie ein müder Papi hängt er da. Kein Leid, kein Mitleid, keine Dramatik. Rechts der Böse, links der Böse mit fieser Physiognomie und dicken Buddeln. Rechts der etwas Bessere, der mit in den Himmel kommt, ein hübscherer Kerl. Ja, so, jetzt aber ist es doch ein furchtbares Ereignis. Es stimmt, die Damen hier unten, Maria, Elisabeth, Maria Magdalena und so weiter. Maria wird natürlich schlecht bei diesem Ereignis. Was macht der Maler? Sie kriegt ein, wie nennt man das nochmal? Ein Riechfläschchen vor die Nase gehalten, damit sie wieder zu sich kommt. Und dann schauen Sie hier die Auferstehung. Er steht da. Brav. Die Soldaten sehen eher aus wie Besoffene als Überraschte. Das sind die Bilder nach Luthers Eingriff, die nachreformatorischen Bilder, die das heilige Ereignis in den Fischteich der Gutbürger tun. Das also so weit herunterziehen, dass das Religiöse, das Unglaubliche, nämlich der Tod Gottes, die Auferstehung Gottes, heruntergerechnet wird auf den kleinen Garten der eigenen Seele. Das waren die Bilder, die die Leute bestimmt haben, um von Europa aus nach Amerika zu gehen, die Pilgrim Fathers, die Calvinisten und. Die alles, was Religion anging und früher explosiv war und dann auch wieder wird, auf ihr Maß zurückführten, sodass sie damit ihren kleinen eigenen Vorgarten bestücken konnten. Und das sind die Bürger der USA, die jetzt Trump wählen oder die bei uns Pegida spielen und. Runterfahren auf das kleine Maß des eigenen Vorgartens. Ich wundere mich, dass sie nicht als Gartenzweige gemalt wurden. Also eine kleine Hommage an Herrn Trump, der natürlich so etwas fördert. Das nächste bitte. Jetzt gehen wir, es ist ein bisschen schwierig zu sehen, ich sehe es, in die Gegenreformation. Wir sind ja im Lutherjahr und wir wissen ja, Luther hat ja unsere Welt so weit eröffnet. Er hat frei gemacht den Blick für den eigenen Glauben, aber die Kirche verlor dadurch an Kraft und Macht. Also musste sie sich neue Bilder einfallen lassen. Das heißt, die Künstler wurden beauftragt. Und nichts ist besser geeignet als eine große Krankheit, die Pest zum Beispiel. Da kann man sagen, ihr wart sündig, deswegen straft euch Gott. Und jede Pest und Seuche ist Strafe Gottes, nicht Krankheit. Und wenn wir uns das Bild anschauen, dann sehen wir einen Zickzack in diesen beiden Geschichten drin. Und Sie sehen hier Pfeile, Mühlsteine und. Da oben links hockt Gott Vater. Ich hoffe, Sie können es erkennen, der in seiner Wut über die schlechten Menschen Mühlsteine und Pfeile auf die Erde sendet. Und dagegen hilft jetzt die katholische Kirche.
die beiden Pestheiligen, Rochus, der zeigt hier seine Wunde, und Sebastian, der ja die Veilchen gekriegt hat, gucken rüber zu Maria, der Mutter Gottes, die witzigerweise auf der Erde steht und nicht im Himmel. Die guckt hoch zu Christus, der dort oben mit allen Zeichen des Leidens versehen, blutüberströmt, zerstört mit der Lanze, mit dem Kreuz, und guckt rüber zu seinem Vater, bittet ihn also. Und Gottvater sagt, ach Gott, ja, stimmt ja. Und aufgrund dieses Weges von den Heiligen der Kirche über Maria, über Christus zu Gott, wenn man diesen Weg des Glaubens geht, zerbrechen die Mühlsteine, zerbrechen die Pfeile und unten wird alles gut. Und für wen es gut wird, zeigt uns dieses Bild auch. Denn die Maria, abgesehen davon, dass sie ihren Busen auch noch präsentiert. Oh. So. Keiner wird verschont. Ja, ich kann aufhören. Nein. Doch, macht doch gar nichts. Also sie zeigt auch noch ihren Busen. Sie ist ja eine Schutzmantel-Madonna. Und Sie sehen, sie hat ihren Schutzmantel. Jetzt gucken Sie mal, wer unter dem Schutzmantel hockt. Also überlebt. Das sind der Papst, die Bischöfe, der Klerus, der Adel. Und wo sind die Toten? Die liegen hier hinten irgendwo, weiß-rot. Das ist der einfache Bürger. Die unter dem Schutzmantel, also die hierarchisch höher stehenden, und das war auch realistisch, denn wer mehr Geld hatte und mehr Hygiene, hat Pest besser überlebt. Das heißt, hier finden sich im Schutzmantelbereich der Maria die führenden Kräfte unserer Gesellschaft, und ihr, ihr Armen, die nicht dazugehört, tut Buße, dann seid ihr vielleicht gerettet. Okay, ganz kurz noch das letzte Bild. Man könnte stundenlang darüber reden, weil es ist raffiniert gemacht. Es ist wirklich raffiniert gemacht. Im Stachel steckt das Gift. So, und jetzt haben wir hier ein hübsches Bild, das ich nenne ein Beispiel des Humanismus. Sie wissen ja, Renaissance, Humanismus. Wir nehmen an, dass damit die Gleichberechtigung der Menschen gemeint sei und also diese gleichberechtigten Menschen in einer freien Welt, schließlich bin der Französischen Revolution mit Fraternité, Liberté, Egalité leben würden. Nein, der Humanismus heißt zu der Zeit nichts anderes als aufgrund der eigenen Fähigkeiten befähigt sein, Macht auszuüben über andere. Nicht mehr in Gottes Gnaden, sondern aufgrund meiner eigenen, Medici ist das Stichwort dafür, aufgrund meiner eigenen Potenz habe ich das Recht, Macht über dich auszuüben. Und das ist auch die Zeit, wo zwei Wahrheiten in unserer Welt entstehen. Zu dieser Zeit galt für den normalen Gläubigen, die Erde ist eine Scheibe. Wer etwas anderes behauptete, kam auf den Scheiterhaufen. Der Papst ließ seine Handelsleute zu der Zeit aber schon nach dem Globus fahren, weil es einfach effektiver war. Und dies ist ein typisches Beispiel für zwei Wahrheiten. Ich sage Ihnen, was das ist. Das ist die heilige Gottesmutter Maria mit Christus, ihrem eingeborenen Sohn. Wenn Sie das ernst nehmen, merken Sie, irgendwas stimmt da nicht. Maria ist normalerweise blond, blauäugig. Hier haben wir es mit einer Dame zu tun mit roten Haaren, grünen Augen. Ein Papagei kratzt an der erogenen Bereich ihres Halses. Ein zerknautschter Engel nimmt einen Vorhang weg. Der Christusknabe hat zwar den Busen zwischen seinen Lippen, aber er trinkt wahrhaftig nicht. Es ist natürlich das Bild einer Kokotte. Auftraggeber, mal mir meine Kokotte als Maria und hänge sie in meine Kapelle, damit meine Gläubigen meine Kokotte anbeten. Das sind die beiden Wahrheiten. Das heißt, wenn man in dieses Spiel hineingeht, kommt man in alle Lügenpressen und alle möglichen Geschichten. Man kann es sehr stark aktualisieren. Man kann es ziehen in die aktuelle Kunstszene hinein, die ja alle Varianten ohne jede Hemmung ins Bild zu setzen in der Lage ist, ohne außer dem Preis einen anderen gesellschaftlichen Sinn dahinter vermuten zu lassen. Es gibt Ausnahmen. Ich bin groß geworden, da gab es so Leute wie Beuys, solche Vögel, ne, die auch Ansprüche hatten. Okay. Das war hervorragend. Die Vögel. Können wir da aufhören? Vögel ist einfach schöner. Wir kommen zum zweiten Talkthema. Christina, die Kunstwerke.
Werke. Wahrscheinlich kann man fugenrecht sagen, dass kaum eine Institution in Berlin so sehr mit der Geschichte Berlins als Kunststandort in den letzten 25 Jahren verbunden ist. Vor kurzem feierten die Kunstwerke ihr 25-jähriges Bestehen und sie werden kommende Woche mit unter neuer Leitung wieder eröffnet. Und dazu hat Anne eine kleine Aufgabe für euch. Ich habe eine ganz harmlose Frage, auch wirklich. Also wir haben uns die auch gestellt. Wie spricht man denn den Nachnamen des neuen Direktors, Kuratoren aus? Das war nicht vorsagen. Das war vorgesagt. Nicht vorsagen. Das stimmt, oder? Nee, ihr müsst es beide einmal sagen. Ich hätte jetzt spontan gesagt, Gruthusen. Das und ist du, Tim? Ja, ich hätte, jetzt müssen wir auch auf dem U Gruthusen. Ja. Gerstol, echt super. Aber das Publikum hat in dem... hat es besser gemacht, ja. Besser gemacht, ja. Hat in dem Fall recht. Also wir haben es viel schlimmer eigentlich, wie man es schreibt. Das geht gar nicht. U-I-J. Ja, wir könnten ihm empfehlen, da noch was dran zu machen an dem Namen, aber bevor wir uns mit diesem Namen weiter beschäftigen, gehen wir nochmal zurück nach 1991, so sahen die Kunstwerke damals aus. Und es war so ein bisschen die Zeit, als eigentlich der Grundstein gelegt wurde für das Image Berlins, alles was damals passierte, einfach mal machen, improvisieren, Privatinitiative, es gibt Raum en masse und die Energie überall, alles vibriert und egal ob es scheiße wird, egal, es wird trotzdem geil, das war Berlin damals. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass die Kunstwerke dieses Image mitgetrieben haben, dieses manifestiert. Aber die Frage, die sich damit für uns verbindet, ist, ging das vielleicht nicht ein bisschen zu weit? Gab es nicht vielleicht auch so eine Monopolisierung dieses Images durch die Kunstwerke? Und hat das vielleicht verhindert, dass andere Player, andere Orte, andere Entwicklungen so zu ihrem Recht kamen, wie es vielleicht anderweitig möglich gewesen wäre? Elke, wie siehst du das, diese Strahlkraft der Kunstwerke positiv zwischen gut und herausfordernd. Ich finde, die Kunstwerke haben sich dann dafür in den darauffolgenden Jahrzehnten so dermaßen zurückgehalten. Man kann auch sagen, sie sind so dermaßen abgestürzt, dass man ihnen wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie keinen Platz gelassen hätten für die anderen. Tim? Ja, du hast ja schon die letzten Jahrzehnte genannt, aber ich glaube, insofern hat es auch weniger mit dem Ort als mit der Person zu tun. Also Wiesenbach verschwand irgendwann Richtung New York und in dem Moment änderte sich da ganz maßgeblich was nicht klappte. Es ist der klassische Übergang nach einem Übervater, der alles überstrahlt hat und der auch in Mitte sehr viel überstrahlt hat als Person, wo man dann nicht die richtige Antwort gefunden hat und versucht hat, eben halt so Wiesenbach light zu machen und das klappt nicht. Und ich glaube, es war dann doch auch das Problem, dass es natürlich Konkurrenz gab. Also wenn man Monopol hat mit den jungen, hippen Sachen, dann ist es natürlich viel einfacher als später, wenn dann alle möglichen Leute noch tolle Projekträume und Institutionen und so weiter machen. Nun gab es außerdem kein Geld hat. Ja, auch guter Punkt. Es gab nämlich die Zeit, also das waren dann die späten 90er, als die Kunstwerke dann die erste Berlin-Biennale fand statt, 1998, und es verdichtete sich schon sehr viel, was in dieser Stadt passierte, auf diese Institution. Und es gab eine unheimlich große Nähe zur Politik, zum Teil auch fast in einer freundschaftlichen Verbindung des künstlerischen Leiters Klaus Wiesenbach mit dem damaligen Kultursenator Peter Radunski. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht bei der ersten Berlin-Biennale, und als ich ankam, schallte es immer so ehrfurchtig bis freudig durch diese Räume: Radunski, Radunski kommt. Und ich habe immer gedacht, das muss ein sensationell guter Künstler sein. Und irgendwann merkte ich, okay, das ist der Papa, der die Zeche zahlt. Und da hätte ich die Frage, es gab nämlich dann immer wieder den Vorwurf, die Kunstwerke verdichten so viel auf sich, dass andere nicht zu ihrem Recht kommen. City Marketing, neulich die Taz, hat geschrieben, ja, zuerst traf sich dort die subkulturelle Intelligenz hier, dann arbeitete man am City Marketing. Tim, war das so? Sind die Kunstwerke wirklich instrumentalisiert worden als Marketinginstrument für Berlin? Und wenn ja, ist das was Schlimmes oder ist das nicht vielleicht etwas, was eine Institution wie die Kunstwerke wirklich auch eigentlich zu leisten haben in dieser Stadt? Ich glaube, der Erste, der die Kunstwerke, da war schon fast zu spät, versucht hat, als Marketinginstrument zu nutzen, war Wohreit. Das war der, der erkannt hat, als erster Mächtiger, weil Radunski war in dem Sinne, der hatte der Etats, aber hat ja nicht das Image der Stadt geprägt, weil er gar nicht Kommunikationskanäle gehabt hat. Das war dann das erste Wurvereit, der dann eben plötzlich auch mit Wiesenbach um die Häuser zog und auch begonnen hat, in Redens einzubauen, auch begonnen hat, erste Veranstaltungen, die damals, ich war mal auf einer relativ spooky Veranstaltung von Berlin Partner, plötzlich in den Kunstwerken, wo ich dachte so, das ist eine merkwürdige Verbindung. Es muss aber, wie gesagt, nochmal auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen, es muss nicht zwangsläufig schlimm sein, dass du imageprägend bist für eine Stadt und diese Stadt dieses Image dann auch mit dir transportiert.
Das schwierig wird es nur, wenn eben halt dieses Image dann so ganz billig sich auch etwas runterkondensiert wird, was dann einfach schal wird, ne, für jeden, der damit zu tun hat. Aber das, soweit ist es, glaube ich, an den Kunstwerken nicht gekommen. Also die Krise der Kunstwerke liegt nicht in der Instrumentalisierung durch die Politik Wowereit. Die Krise der Kunstwerke liegt wirklich daran, nicht eine Antwort zu finden, ja, auf Wiesenbach, was passiert danach. Ja. Wiesenbach sich immer noch einmischt, immer noch als Übervater da drinnen hängt. Und eben halt, da hast du auch völlig recht, in Berlin erfreulicherweise dann eine ganz, ganz große Vielfalt entstanden ist. Also Berlins Kunstszene hat sehr von der Krise, die wir ja nicht hatten, 2000 bis 2006 profitiert. Okay. Ja, das entscheidende Problem für die Kunstwerke ist einfach, von diesem eigenen Mythos wieder wegzukommen, weil das ja, das ist das gesamte Mittelproblem eigentlich. Wie kommt man eigentlich von diesem Bild in die Gegenwart? Und ich war ja bei dem, bei dieser etwas schiefgegangenen Party zum Jubiläum, wo ich aber dann das doch eigentlich sehr schön fand, wie Chris da aufgetreten ist, nämlich komplett in Drag, in einem Wahnsinnsauftritt als Diva, der erstmal alle an die Wand gespielt hat, und ich dachte, okay, das gibt Hoffnung. Ja, also das Thema Übervater Klaus Wiesenbach wollten wir natürlich auch nochmal thematisieren, was sehr interessant ist, vielleicht auch fürs Publikum. Wir haben im Pressebüro angefragt, Bildmaterial zu Klaus aus seiner Zeit, aus seiner aktiven Zeit. Und es hieß einfach, wir dürfen kein Bildmaterial herausnehmen. Klaus kontrolliert seine eigene Biografie in Verbindung mit den Kunstwerken und es muss alles mit ihm selbst abgesprochen werden. Wir haben natürlich trotzdem geschafft, ein paar Bilder von ihm zu kriegen. Mühsamer Recherchearbeit sind wir seinen Instagram-Account durchgegangen, wo nur ungefähr jedes zweite Bild ein Selfie ist von ihm, aber wir haben Glück gehabt und doch was gefunden. Lustig, hier oben links übrigens, das ist die BVG-Karte von Klaus Wiesenbach aus seiner, aus der Gründungszeit der Kunstwerke. Diese Übervaterfigur, ich weiß, wir wissen natürlich, dass es auch eine Imagepflege war, die Klaus auch selber betrieben hat. Die Frage, die sich mir damit aber bestellt in dem Zusammenhang, ist, inwieweit sein Zugriff, sein Eingriff, sein Wirken wirklich auch inhaltlich für einen, sage ich mal, einen ungestützten Betrachter noch sichtbar war, in dem Programm zum Beispiel zu der Zeit, als es Ellen Blumenstein gemacht hat, die auch wahnsinnig zu kämpfen hatte mit diesem Image des Übervaters Wiesenbach. Wie wir hier sehen, das ist ein Artikel gewesen aus der Harper's Bazaar 2013. Es geht hier um die Frisur von Ellen Blumenstein, nicht um die Kuratorin Ellen Blumenstein. Und sehr schöner Teaser, Ellen Blumenstein, sie war die süße, langhaarige Assistentin eines berühmten Kurators. Dann schnitzt sie sich die Haare ab. Heute hat sie seinen Job. Das ist in Short eigentlich... Das ist Journalismus. Oh, okay. Ach so. Ah ja, ich habe mit Journalismus nichts zu tun. Erklär. Aber Elke, kannst du ein Beispiel geben dafür aus der Blumenstein-Zeit? Das war Wiesenbach-Erbe und vielleicht nicht Blumenstein. Ehrlich gesagt, das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass ich das schrecklich fand, wie sie da aufgetreten ist und wie sie da irgendwie versucht hat, an so, ich sag mal, so Ur-Berliner Szenekreise anzuknüpfen und gleichzeitig dann doch noch ein gutes Programm zu machen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Stattdessen stand da plötzlich überall Ellens Avatar an der Wand und so. Es war einfach ein komplett Fail, so in meinen Augen. Du, Tim, hast du da irgendwelche konkreten Erinnerungen an diese Zeit, wo du sagen würdest... Ich habe auch einige unangenehme Erinnerungen, aber der ist mir auch ein bisschen unfair, da jetzt noch weiter drin rumzuprokeln. Okay. Aber die Erinnerungen, die ich schon habe, die ich immer komisch fand, war, wenn man mit Klaus dann wiederum war in den Kunstwerken, war es ein bisschen so, als wenn ihr nie weg gewesen wäre. Ne? Also das Verhalten aller dort Beteiligten war so ein bisschen, der Chef kommt. Ja. Und das zeigte eben eigentlich schon, wo das Problem lag. Ne? Und eigentlich hätte man Klaus Kontakt und Hausverbot erteilen müssen, Kunstwerk in seinem eigenen Interesse. Okay, ich übergebe jetzt mal an Anne, damit wir mal jetzt in die Gegenwart und Zukunft gucken können. Genau, also das ist ja auch schon das ist ja auch schon die Frage, was ist die Zukunft, die nahe Zukunft und die fernere Zukunft? Wird es Christ schaffen, den Übervater abzuschütteln? Was ist das überhaupt für ein Typ? Dieser neue Direktor, Kurator. Also interessant finde ich, dass er ultra professionell auftritt, er kann gut reden, er ist angenehm im Umgang, er wirkt wahnsinnig entschlossen und gut finde ich, dass er kein Deutscher ist, also dass es die ganze Sache internationalisiert und er eben auch nicht aus diesem ganzen Berliner Sumpf kommt, sondern wirklich mal von außen, das finde ich sehr vielversprechend. Überraschend fand ich dann, als er sein Programm vorgestellt hat, dass er von einem mega konzeptuellen, super Artist ausgeht, also das wird wieder alles
wahnsinnig kompliziert. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er so ein bisschen rampensaumäßiger das Ganze angeht. Aber zumindest von dem, wie es konzeptionell erklärt wurde, so alles hängt mit allem zusammen. Ein ganzes halbes Jahr wird irgendwie um diesen einen Künstler, Ian Wilson, wir haben eben den Kreis schon kurz gesehen, herumkuratiert und so, ist das alles schon wieder so, dass man denkt, oh Gott, da wird man sich ganz schön den Kopf zerbrechen müssen. Aber das muss ja auch nicht schlecht sein. Und vielleicht wird es dann ja doch wieder ganz anders. Genau, wir sehen hier den Kreidekreis von Ian Wilson, einen in Südafrika geborenen Künstler, der eigentlich im Laufe seiner immer noch anhaltenden Karriere immer immaterieller wurde. Am Anfang, er redet eigentlich nur noch. Er redet nur noch, es gibt keine Aufzeichnungen dieser Gespräche. Ganz anders als hier. Ganz anders als hier. und das wird in, oder Künstler, junge Künstler werden dazu, in, setzen sich dazu ins Verhältnis. Reagieren darauf. Reagieren, Entschuldigung, auf Ian Wilson, nämlich unter anderem Hanne Lippert. This text is about a color. It is not about the femininity of pink, and it is not about the new black or the old brown. It is about the color beige. Beige is described as a pale yellowish cream color. This description makes it clear that this is not a color of power. Anything with an ish ending lacks integrity. Beige is rather lame. But what scares me the most, keeping me awake at night and sleep at bait, is that I suddenly have a strong liking for beige. Die wir jetzt nicht hören können. Die wir nicht hören können. Schade. She's talking about the color beige. It's all about beige. Ja, wir hätten es gerne gehört, es geht heute nicht. Aber was wir sehen werden, so viel können wir rausfinden, ist diese Soundinstallation. Nehme ich an, weil Hanne Lippert sich mit Kommunikation beschäftigt, und zwar mithilfe ihrer Stimme. Das ist, wie du schon gesagt hast, Elke, nicht besonders catchy. Das aber sind, Hanne Lippert ist ganz toll. Hanne Lippert ist ganz toll, ich gebe dir recht, ich bin ein großer Fan. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, ah, wow. Da kommen jetzt nicht 100.000 Leute hin. Was ist das denn für ein Statement? Ist es? Ja, der will das intellektuell angehen, der will nicht primitiv sein. Das ist eigentlich schon auch mal ein guter Versuch. Das ist aber auch gar nicht seine Aufgabe. Also ich habe hier nur mit ausgesucht, das war nicht sein Briefing. Sein Briefing ist nicht, jetzt einen Riesenrun in kurzer Zeit aufs KW wieder zu kriegen. Sondern ich meine, das Briefing war eigentlich, das ist da vor ihm saßen die Auswahlkommissionen, war Gabi, war Olaf Eliasson, war Stoschek und damals noch Heller, Martin mit dabei. Und eigentlich die Aussage war, dass alle bedrückt sind darüber, dass wir haben ständig Besuch aus aller Welt und den malt man auf, wo sie hingehen müssen. Mhm. Und man malt die nicht mehr KW auf, sondern das ist ein Schinkelpavillon oder man guckt, was gerade bei Jörn König ist. Aber da muss hier dahin kommen, dass du im Diskurs der Stadt stattfindest. Für uns ist auch politisch damals, wir haben ja die Mittel dann erhöht, auch gar nicht so relevant, dass das Haus jetzt überrannt wird, sondern für uns ist relevant, dass ganz viel über das Haus jetzt geredet wird, dass eben halt es wirklich wieder diskurssetzend in Berlin wird. Dafür brauchen wir es ja. Wir brauchen es nicht als ganz schnellen Durchlauferhitzer. Okay, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Ein wunderbares Schlusswort. Pause.